Wunderschönen guten Abend zusammen zum heutigen Webinar. Titel heute: Extremsituation, Chance versus Risiko. Das Ganze mit dem Optionshandelsspezialisten Pascal Sauger von Finance Coach. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat hier heute Abend um 18 Uhr begrüßen. Der Titel ist schon ein bisschen mysteriös. Ich bin gespannt, was der Pascal da jetzt gleich zu erzählen wird. Im Webinartext gab es ja schon den ein oder anderen Teaser, worum es ein bisschen gehen könnte. Aber ich will nicht viel vorwegnehmen. Und bevor wir das Ganze hier an den Pascal übergeben, einmal zu unserem Risikohinweis. Denn Sie kennen es alle. Das Webinar dient natürlich wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte verstehen Sie das hier nicht als Handelsberatung und Anlageempfehlung. Vollkommen egal, was der Referent hier gleich erwähnen sollte, handeln sollte, erklärt, analysiert. Ja, schlussendlich müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. So, ganz wichtig vorweg, Risikohinweis. Und dann würde ich sagen, Pascal, Stage is yours. Viel Erfolg, viel Spaß. Und wenn was ist, ich bin da. Vielen Dank, Florian, für die Einführung und auch nochmal ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ich freue mich, heute wieder begrüßen zu dürfen, diesmal zum dritten Teil unserer bislang vierteiligen Webinarreihe. Nächster Teil, letzter Teil folgt dann nächsten Monat im Dezember. Und ja, heute soll es um das Mysterium Extremsituationen gehen, wobei dem einen oder anderen dürfte es ja gar nicht so unbekannt sein, wenn man auf dieses Aktienjahr schaut, dass mit einer Chance auch immer ein gewisses Risiko verbunden ist und dass es durchaus ja, Extremsituationen gibt, in denen an sich günstige Aktien noch günstiger werden können. Aber ich möchte gar nicht so sehr auf die Beispiele aus diesem Jahr eingehen, die die meisten schon kennen, sondern durchaus ein paar Jahre zurückblicken, um da auf andere Extremsituationen hinzuweisen, die vielleicht der ein oder andere neue Kapitalmarktanleger noch nicht mitgemacht hat, aber trotzdem sich eben dieser Risiken auch bewusst werden sollte und nicht nur den Blick auf die Chancen haben. Und deshalb schauen wir heute insbesondere auf einige Beispiele aus der Praxis. Florian hat es schon erwähnt, um welche Basiswerte es gehen wird. Und ich werde das Ganze auch immer ein bisschen aus der Optionshändlersicht natürlich beleuchten, beziehungsweise aus der Sicht eines Derivate-Anlegers, Investors. Aber da gucken wir gleich noch näher drauf, worum es sich da handelt. Gibt es die ersten zwei Teile auf YouTube zu sehen? Fragt hier Miguel noch im Chat. Ja, natürlich gibt es auf dem Kanal von FX Flat gibt es auch die ersten beiden Teile kostenfrei noch zum Abruf. Einfach dort auf den YouTube-Kanal gehen und dann kann man auch die ersten zwei Teile natürlich noch nachholen und anschauen, wobei Du hast jeder eine eigene Teil für sich Playlist. genommen. Wie bitte? Du hast eine eigene Playlist. Ah, ich habe Finance sogar Coach eine bei eigene FX Flat. Playlist. Sie, Na, wunderbar, einfach Florian, das ist draufklicken. Da hervorragend. sind alle Man kann drin. sich alle in einer Playlist miteinander anschauen. Also wer später dazukommt oder früher weg muss, kann sich natürlich auch den dritten Teil dann eben auch auf YouTube anschauen in dieser Playlist und auch die vergangenen Teile noch und auch den nächsten Teil, der wird dann da auch drin erscheinen. Ja, auf jeden Fall alles abrufbar und alles kostenfrei im Nachgang natürlich auch, falls man was verpassen sollte. Genau, also legen wir los und gucken einmal kurz noch zu mir, für die, die mich nicht kennen, die sich später angemeldet haben, die ersten zwei Teile hier verpasst haben. Ich bin Pascal Sauger, handle seit meinem 16. Lebensjahr an der Börse, bin auch Referent des BVH-Börsenführerscheins, der übrigens morgen starten wird. Auch eine kostenfreie Webinarreihe von mir, die ich noch aus meiner Studienzeit weiterhin anbiete. Ich habe damals im Dachverband BVH, der über 20.000 Mitglieder hat, den Börsenführerschein als Webinarreihe ins Leben gerufen. 2014 war das damals. Und ja, den führe ich jetzt immer noch durch als Referent, auch wenn ich natürlich nicht mehr studiere. Aber trotzdem macht mir das immer noch so viel Spaß, dass ich das immer noch zweimal im Jahr eben anbiete. Das ist auch eine vierteilige Webinarreihe, die innerhalb von 4 Wochen eben abgehalten wird, mit jedem Teil 100 Minuten. Wer da Interesse hat, schaut mal auf der Webseite vom BVH vorbei, bvh.org/webinar. Da findet man die kostenfreie Veranstaltungsreihe. Geht, wie gesagt, morgen los. Ist allerdings nur eine Live-Reihe. Das heißt, da kann man wirklich nur live dabei sein. Gibt es keine Aufzeichnung im Nachgang, damit man wirklich live dabei ist und live aufpasst. Ja, seit 10 Jahren bin ich inzwischen Optionshändler und seit 8 Jahren lebe ich auch schon vom Börsenhandel. Also mir ist schon einiges untergekommen, auch wenn natürlich kein Jahr ist wie das andere. Jedes Jahr ist doch wieder ein bisschen anders und man lernt immer dazu und muss natürlich auch offen sein für neue Dinge. Darüber habe ich auch im Traders-Interview gesprochen im letzten Jahr. Das kann man auch noch abrufen bei uns als PDF. Einfach bei uns auf unserer Webseite schauen oder den QR-Code hier scannen. Dann kann man sich das nochmal durchlesen, was ich da erzählt habe. Schauen wir mal auf die heutige Agenda, was ich euch mitgebracht habe. Und zwar wird es erstmal grob um das Thema Risiko und Money Management gehen. Ich weiß, die meisten wollen das nicht hören, haben es schon zigmal gehört, aber es ist trotzdem essentiell, um entsprechend langfristig erfolgreich zu sein am Markt. Ich werde das Thema auch wirklich nur etwas anschneiden. Wir werden nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber vielleicht nochmal den einen oder anderen Aspekt beleuchten, den man noch nicht so gehört hat. Ich
Dann kommen wir schon in die Praxis und gucken uns mal ein paar interessante Beispiele an. Insbesondere hier vier Beispiele habe ich mal mitgebracht aus den letzten 4 Jahren mit Tilray, Tesla, GameStop und Crude Oil, also Rohöl, die besonders interessant sind, weil man hier eben nicht nur große Chancen, sondern auch große Risiken hatte. Manche konnte ich profitabel nutzen, bei anderen wiederum habe ich Verluste eingefahren. Wir werden darüber sprechen. Das ist auf jeden Fall ein ausgeglichenes Verhältnis von den Dingen, die ich euch heute mitgebracht habe. Und zu guter Letzt gibt es natürlich noch die Möglichkeit, hier Fragen zu stellen, auf die ich dann auch wieder antworten kann. Ja, Risiko und Money Management, wie gesagt, ein Thema, das vielen nicht so sehr schmeckt, das natürlich nicht so viel Spaß macht zu Beginn, aber es ist natürlich ganz wichtig, denn es geht nicht nur darum, eine hohe Trefferquote zu haben und viele Gewinner zu haben, sondern entsprechend auch die Verlierer zu managen und eben rechtzeitig zu kappen. Und natürlich gehört auch dazu, nicht zu große Klumpenrisiken einzugehen. Das heißt, ein diversifiziertes Portfolio zu haben, also vielleicht nicht gerade 80% oder 100% in eine Position zu stecken, sondern nach Möglichkeit verschiedene Positionen zu eröffnen. Gerade wenn man eben im Aktienmarkt unterwegs ist oder auch Aktienoptionen handelt, wie ich das tue, hat man natürlich ein gewisses Marktrisiko. Das zeigt sich insbesondere in Jahren wie diesen 2022, wo der Aktienmarkt eben sehr, sehr negativ ist und ja, über breite Aktien hinweg eben abverkauft wird und diese eben im Minus landen, ist es natürlich schwierig, genau die Titel herauszusuchen, die eben nicht im Minus sind, sondern gestiegen sind, weil das einfach so wenige sind. Aber trotzdem ist es natürlich wichtig, das Risiko zu streuen und vielleicht mindestens zwei, nicht korrelierende Einzelpositionen zu haben. Das kann zum Beispiel sein, indem man über Rohstoffe auch noch streut. Ich handle nämlich auch Future-Optionen. Wir werden uns ja auch Rohöl nachher anschauen. Aber natürlich auch Sektoren, die vielleicht nicht so stark miteinander korrelieren. Das ist auch etwas, was viele außer Acht lassen, dass wir uns gleich noch mal ein bisschen näher anschauen werden. Welcher Sektor korreliert denn wie stark? Also wenn der eine Sektor stark steigt, steigt der andere eher mit oder verhält er sich nicht unbedingt korrelierend zu diesem? Das ist natürlich auch interessant zu wissen, wenn man eben Einzeltitel oder auch entsprechend Index-ETFs hat, die entsprechend verschiedene Sektoren abbilden. Wir können auf jeden Fall das Risiko reduzieren, dass wir einen Totalverlust erleiden. Das ist natürlich ganz entscheidend, denn wir wollen im Spiel bleiben. Das ist das Allerwichtigste, dass wir entsprechend nicht unser gesamtes Kapital riskieren und verlieren, sondern dass wir entsprechend unsere Verluste, die zwangsläufig eintreten werden, entsprechend klein halten. Und zwar so klein, dass wir sie wieder aufholen können in einer relativ kurzen Zeit und dann entsprechend auch wieder daran anknüpfen können, Gewinne zu machen. Die Diversifikation benötigt allerdings ein Regelwerk. Das ist natürlich ganz entscheidend. Das muss man sich vorher festsetzen, das eigene Regelwerk, und sich natürlich dran halten. Das ist natürlich das Entscheidendste. Und ich sage mal so viel, die meisten Trader scheitern nicht so sehr an der Strategie an sich, sondern daran, das Risiko- und Money-Management umzusetzen. Sie wissen, was es bedeutet und wie es funktioniert, aber sie scheitern an ihrer eigenen Psychologie, an den Fallstricken, die einem sozusagen die menschliche Psyche spielt, und natürlich an der Umsetzung dessen, was es eben bedeutet, ja, nicht nur die Chancen wahrzunehmen, sondern die Risiken eben auch zu kennen und eben rechtzeitig Verluste zu kappen. Deshalb gucken wir jetzt mal auf eine ganz wichtige Sache, nämlich die Korrelation von Sektoren. Es gibt ja verschiedene Sektoren. Wenn wir uns jetzt einfach mal die verschiedenen Sektoren anschauen, die es hier so als einzelne Branchen-ETFs zum Beispiel gibt, da haben wir zum Beispiel Immobilien, Energien, Versorger, Technologie, Materialien, Konsumgüter und so weiter. Und wir sehen jetzt hier eine Korrelationsmatrix. Das heißt, wie stark korreliert ein Sektor mit einem anderen? Je größer die Zahl ist, je näher sie bei 1 liegt, desto stärker korrelieren diese beiden Sektoren miteinander. Wir können also beispielsweise sehen, dass zum Beispiel hier entsprechend die Konsumgüter eine sehr starke Korrelation haben von eben über 90%, hier beispielsweise 93% und 94% mit den Sektoren entsprechend hier Technologie und Materialien, weil natürlich im Konsumgüterbereich natürlich auch Vorprodukte benötigt werden. Aus diesen Materialien werden eben die Konsumgüter hergestellt und deshalb gibt es hier logischerweise eben auch eine sehr hohe Korrelation. Habe ich also Unternehmen aus diesen beiden Sektoren, dann habe ich eben entsprechend hier ein Klumpenrisiko, dessen ich mir einfach bewusst sein sollte, weil ich dann entsprechend sehr wahrscheinlich beide Titel in dieselbe Richtung bewegen werde, wenn es eine Marktreaktion gibt, sei es jetzt positiver oder negativer Natur. Wenn ich also das Risiko etwas diversifizieren möchte und senken möchte, kann es eben sinnvoll sein, zwei Sektoren zu wählen, die nicht so stark miteinander korrelieren. Das heißt, die eher eine kleinere Korrelationskennzahl haben, wie beispielsweise hier der Versorgungssektor Utilities mit dem letzten Sektor hier in der
Spalte, nämlich der Biotechnologiesektor. Da sehen wir lediglich eine Korrelation von 0,22, also relativ geringe Korrelation. Und das kann zum Beispiel interessant sein, um Risiken zu senken. Denn wenn ein Sektor stärker getroffen wird, wie der Biotechnologiesektor, wenn der mal stärker einbricht, bedeutet das nicht, dass die Versorgerwerte auch stark mit davon betroffen sein müssen, sondern dass das wahrscheinlich weniger stark der Fall sein wird, weil wir hier eine deutlich geringere Korrelation haben mit die niedrigste Korrelation, die wir hier auch in der Tabelle vorfinden. Also ganz interessant, das zu wissen und sich mal vor Augen zu halten. Klar ändern sich diese Korrelationen auch mal wieder ein Stück weit, aber trotzdem sehen wir, dass über lange Zeiträume diese Korrelationen sich in etwa in diesem Rahmen bewegen, mit diesen Kennzahlen, die wir hier auch sehen. Das heißt, es kann sich lohnen, immer mal wieder einen Blick darauf zu werfen und zu schauen, wie stark sind denn die einzelnen Depotbestandteile, die ich halte, voneinander abhängig. Wie stark bewegen die sich in dieselbe Richtung, wenn entsprechend eine gute oder schlechte Nachricht den Markt trifft, beziehungsweise eine schlechte Stimmung am Markt vorherrscht, dann sehen wir eben sehr häufig, dass zum Beispiel Versorgertitel eher gefragt sind, weil natürlich die Leute trotzdem sich eben versorgen müssen mit den grundlegenden Dingen des täglichen Bedarfs, beziehungsweise eben auch mit Strom und Gas und so weiter. Und deshalb profitieren diese Titel eher davon, wenn wir eher eine schwache Marktphase haben, halten die sich noch eher stabil, wohingegen in einer sehr starken Marktphase performen diese meist eher unterdurchschnittlich, weil natürlich die anderen Titel, die natürlich vielleicht auch mehr Risiko beinhalten, dafür etwas gefragter sind. Ja, wie groß sollte denn die richtige Positionsgröße sein? Auch wieder eine Frage, die sehr, sehr häufig aufkommt, insbesondere bei uns im Coaching von Beginnern, die bisher noch nicht viel mit dem Handel am Hut hatten. Und ich sage immer, die Positionen sollten so klein wie möglich sein, aber dafür sollte man so oft wie möglich handeln. Also lieber viele kleine Positionen als eine zu große Position, mit der man versucht, den Jackpot zu knacken, wie jetzt natürlich hier mein Kollege Mirko, der gerade in den USA ist, hat sich ein Powerball-Lotterie losgekauft. Hier sind ja, glaube ich, 1,2 Milliarden Dollar im Jackpot. Ist natürlich nur ein kleiner Spaß, weil er nennt das Ganze seinen Optionsschein, weil es natürlich kein echter börslicher Handel ist. Aber trotzdem versuchen viele jede Woche entsprechend den Lotto-Jackpot zu knacken und setzen dafür entsprechend ihren vermeintlich kleinen Einsatz in das Lotterie los. Das ist aber nicht unser Ziel hier im Optionshandel, sondern es soll darauf hinauslaufen, dass wir die Lotterie spielen. Das heißt, wir verkaufen entsprechend eine Option und versichern damit jemand anderen. Dadurch ist natürlich automatisch unser Gewinn auch auf ein Maximum gedeckelt, nämlich auf die Höhe der Prämieneinnahme. Dafür haben wir eben auch eine sehr hohe Trefferwahrscheinlichkeit, weil wir entsprechend durch die Versicherung einer anderen Partei die Möglichkeit haben, hier eine Prämie einzunehmen, die wir mit großer Wahrscheinlichkeit eben auch behalten werden dürfen. Beispielsweise hier in diesem Beispiel habe ich ausgewählt die erste Standardabweichung und diese können wir entsprechend mit einer Wahrscheinlichkeit von 68% bewegen wir uns innerhalb der ersten Standardabweichung um den aktuellen Kurs herum. Und ja, mit 16% sind wir entsprechend oberhalb dieser ersten Standardabweichung und mit 16% sind wir unterhalb dieser ersten Standardabweichung. Und hier wählen wir jetzt mal ein Delta 16 auf der Unterseite zum Beispiel mit einer Put-Option. Das heißt, wir verkaufen eine Put-Option am Delta 16. Das heißt, der Markt erwartet, dass wir bei Verfall dieser Option mit einer Wahrscheinlichkeit von 16% tiefer stehen werden als dieser Strike-Preis, den wir hier verkauft haben. Umgekehrt gesprochen, mit einer Wahrscheinlichkeit von 84%, also entsprechend 100 minus die 16, befinden wir uns eben aus dem Geld, heißt entsprechend, diese Option wird wertlos verfallen. Wie groß sollte ich denn jetzt bei einer solchen Option hier meine Prämieneinnahme wählen, beziehungsweise das Risiko wählen, mit dem ich entsprechend akzeptiere, hier in den Verlustbereich zu kommen? Ich habe jetzt mal beispielhaft eine Kontogröße von 25.000 Euro angenommen. Man kann hier auch eine beliebige andere Größe einsetzen und kann sich das dann wieder umrechnen. Die Prämie hier sollte in etwa ein halbes Prozent groß sein. Man möchte natürlich auch noch ein bisschen eine Prämieneinnahme haben. Je kleiner, desto besser, sage ich immer. Je größer das Konto wird, desto mehr kann man hier die Prämie pro Trade reduzieren und damit auch dann indirekt das Risiko. Denn was wir hier akzeptieren, sind entsprechend immer 200% Verlust. Das heißt, wenn wir eine Prämieneinnahme hier von 125 Euro haben, was eben einem halben Prozent auf den Kontowert entspricht, dann akzeptieren wir bis zu 200% dieses Betrages als Verlust, was also einem Verlust von 1% des Kontowerts entsprechen würde. Das sind entsprechend 250 Euro maximales Risiko. Hier versuchen wir, unsere Position zu managen und den Verlust erst einmal zu kappen. Natürlich funktioniert das nicht immer zu 100%, denn es ist nicht garantiert, dass man an diesem Punkt wieder rauskommt. Es wird auch immer mal Verlierer von 250, 300 oder mehr Prozent geben. Es sollte aber die Ausnahme sein,
sodass wir entsprechend mit einer sehr hohen Trefferquote von 84% Gewinnwahrscheinlichkeit pro Trade eben unseren maximalen Gewinn von 100 Euro vereinnahmen. Warum nur 100 Euro und entsprechend nicht die 125? Ja, weil wir versuchen, diesen Trade vorzeitig zu schließen. Das heißt, wir warten nicht bis zum Verfall der Option, was in der Regel 45 Tage Restlaufzeit sind, sondern wir schließen die Position wieder vorher, was im Mittel etwa nach 3 Wochen der Fall ist. Und da können wir dann entsprechend schon 80% dieser Prämie vereinnahmen. Das heißt, 100 Euro von diesen 125 können wir nach gerade mal 3 Wochen schon realisieren durch einen Rückkauf der Option und damit ein Schließen der Position. Damit haben wir auch kein offenes Risiko mehr. Und ja, dann entsprechend auch nicht mehr das Risiko, dass wir wieder an unsere Verlustschwelle von 250 eben herankommen. Und das Ganze realisieren wir mit einer Trefferwahrscheinlichkeit von 84%, die uns ja der Markt schon vorgibt. Denn Delta 16 heißt Wahrscheinlichkeit 16%, dass wir entsprechend am Ende der Laufzeit unter dem Strike sind und 84% Wahrscheinlichkeit, dass die Option wertlos verfällt. In der Praxis ist es so, wenn wir das geschickt heraussuchen, ist unsere Trefferwahrscheinlichkeit sogar etwas höher, eher im Raum zwischen 86% und 90% an Gewinnertrades. Und darum können wir uns das Ganze auch leisten, dass die Verlierer größer sind als die Gewinner. Ihr seht ja hier, maximaler Gewinn sind nur 100, maximales Risiko sind 250, was ja dem 2,5-fachen entspricht. Das geht aber deshalb auf, weil die Trefferwahrscheinlichkeit zu hoch ist. Und deshalb ist das auch eine sehr einfache, aber auch schöne Strategie für Beginner, weil man sofort merkt, dass diese Strategie funktioniert, wenn man sich eben an die Regeln hält. Das ist aber ganz entscheidend, weil die Strategie eben auch nur dann funktioniert, wenn man die Verlierer nämlich kappt. Denn wenn man das nicht tut, dann bringt es einem nichts, dass nur 16% der Verlierer, der Trades Verlierer sind, weil diese Verlierer natürlich viel größer sind dann als die Gewinner. Und deshalb muss man die Verlierer unbedingt managen und entsprechend auch kappen, denn sonst wird man natürlich alle Gewinne wieder verlieren und noch viel mehr. Und dann kann auch diese Strategie eben nicht funktionieren. Deshalb ist das Risikomanagement entsprechend ganz entscheidend. Denn nur wenn wir diversifiziert unterwegs sind, dann spielen wir diesen Vorteil auch immer und immer wieder aus. Natürlich ist es sehr schwierig in einem Markt wie diesem Jahr, wo entsprechend fast alle Aktienbranchen natürlich auch abverkauft werden und fallen. Aber dann können wir eben diversifizieren über den Future-Optionsmarkt. Das heißt, wir können auch bei Rohstoffen Optionen verkaufen, entsprechend Puts oder auch Calls, denn hier gibt es ja kein Übernahmerisiko. Natürlich können die Rohstoffpreise auch unermesslich steigen, aber gerade in den letzten 3 Monaten sind sie auch wiederum sehr stark gefallen, insbesondere Erdöl, Erdgas, die ja sehr stark nach oben gekauft worden sind durch die ganzen Energiekrisen und jetzt wieder zurückkommen, weil man merkt, naja, die Gasspeicher sind voll und Öl wird auch nicht so viel gebraucht, wenn eine Rezession kommt. Und deshalb kann man hier trotzdem hohe Volatilitäten realisieren, bekommt hohe Prämien und kann entsprechend auch Calls verkaufen auf Future-Optionen, ohne Übernahme- oder Quartalszahnvorlagerisiken zu haben. Und auch so kann man entsprechend sein Portfolio diversifizieren. Ja, warum ist es wichtig, das Ganze zu managen? Gucken wir nochmal hier auf die möglichen Verluste, die ja entstehen können. Wenn wir unser Konto jetzt in eine solche Drawdown-Phase bringen, gucken wir mal auf die linke Seite. Da sehen wir bei 10% oder 15% Verlust, brauchen wir wie viel Prozent Gewinn, um wieder auf den Einstandswert, also Break-Even zu sein. Bei 10% Verlust wären es entsprechend 11,11%, also durchaus noch machbar. Bei 15% sind es schon 17,65%. Und bei 20% Verlust benötigen wir bereits wieder 25% Performance, nur um wieder Break-Even zu sein, also auf dem Ausgangswert. Und das wird natürlich immer schlimmer, je mehr der Kontostand entsprechend sich reduziert. Wenn wir unser Konto halbieren, benötigen wir natürlich schon 100%, also eine Verdopplung des Kontowerts, nur um wieder auf dem Ausgangswert zu sein. Und wenn wir mal 90% vom Konto verloren hätten, würden wir 900% Gewinn bzw. eine Verzehnfachung benötigen, um wieder auf dem Ausgangswert zu sein. Und das ist natürlich etwas, was wir tunlichst vermeiden sollten, in diese Regionen zu kommen. Und darum nochmal der Hinweis, das Risiko pro Trade klein zu halten. Ich habe mal hier eine Tabelle auf der rechten Seite aufgemacht, wo wir entsprechend mal zeigen, was passiert, wenn wir 10 Verlusttrades in Serie haben. Also in diesem Beispiel hier jetzt mal ein Trade aufgemacht, im Verlust geschlossen, 9 Trade aufgemacht, wieder im Verlust geschlossen. Und wir berechnen unser Risiko pro Trade immer anhand der aktuellen Kontogröße. Das heißt, wenn wir durch einen Verlust unseren Kontowert reduziert haben, dann wird die neue Position entsprechend kleiner gewählt. Das geht natürlich nicht immer auf den Cent genau aus, aber trotzdem im Mittel sollte das in etwa passen. Wähle ich ein sehr kleines Risiko pro Trade, dann verliere ich natürlich auch relativ wenig nach 10 Verlusttrades. Wähle ich aber 5 oder 10% Risiko pro Trade, dann verliere ich entsprechend 40 oder 65% nach gerade mal 10 Verlusttrades.
10 Verlustrates sind jetzt vielleicht nicht die Regel bei einer Trefferquote von entsprechend 84%, aber sie können durchaus vorkommen und deshalb sollte man es tunlichst vermeiden, weil in einem Traderleben, und ich habe das schon erlebt, ich bin schon eine Weile im Trading-Business, deshalb weiß ich, dass es vorkommt, dass man 10 Verlierer in Serie hat. Es ist zwar nicht schön, aber es kommt vor und es gehört dazu und deshalb muss man damit umgehen lernen und muss insbesondere das Risiko pro Trade eben klein halten, damit man eben auch 10 Verlierer oder auch mehr in Serie aushalten kann. Und deshalb empfehlen wir entsprechend, das Risiko pro Trade nicht über 1% anzuheben. Man kann auch noch 1,5% nehmen, aber dann sehen wir schon, dann wird der Verlust schon deutlich größer. Und entsprechend, naja, es dauert halt einfach länger, bis man es wieder aufgeholt hat und bis man wieder daran anknüpfen kann, Gewinne zu machen. Und deshalb lieber viele kleine Trades, anstatt wenige große Trades, wo wir entsprechend viel riskieren. Denn so können wir entsprechend relativ gut diese Gewinnwahrscheinlichkeit, diese Trefferwahrscheinlichkeit ausspielen, dass wir entsprechend bei einer großen Anzahl an Trades auch Gewinne einfahren werden. Auch wenn diese relativ klein sind, so funktioniert das ganze System, dass man entsprechend viele kleine Gewinner hat, so wie es eben auch bei der Lotterie ist, die eben viele Lose hat, die nichts gewinnen, aber wenige Lose, die eben den Jackpot knacken werden. Und trotzdem bleibt natürlich für die Lotterie am Ende noch etwas übrig, sei es für einen gemeinnützigen Zweck oder eben die Lotterieangestellten zu bezahlen. Und genau so wollen wir uns eben auch stellen auf die Seite der Lotteriegesellschaft, die eben kleine Lose verkauft, die aber entsprechend an sich eine relativ unwahrscheinliche Wahrscheinlichkeit haben, am Ende entsprechend ausgezahlt werden zu müssen. So, hier sagt schon der Roland, er hat sein Konto vorsichtig getradet in den letzten Wochen, doch es ging eher runter. Ja, natürlich, man kann so vorsichtig sein, wie man möchte. Es schützt einen nicht 100% vor Verlusten. Denn an der Börse ist es natürlich generell so, dass wir Risiken eingehen müssen, um Profite zu erwirtschaften. Es gibt immer eine Balance zwischen Chance und Risiko. Ich werde also niemals überproportionale Chancen sehen, ohne dass ich entsprechend auch ein erhöhtes Risiko eingehen muss. Dessen müssen wir uns immer bewusst sein. Also wenn hier eine Renditekennzahl, eine Prozentzahl draufsteht irgendwo, die ich eben erwarte, dann kann ich davon ausgehen, dass dann, wenn ich das vergleiche mit einem anderen Investment, dass hier entsprechend auch eine Relation zum Risiko vorhanden ist, weil nur wenn ich eben mehr Risiko eingehe, kann ich auch mehr Chancen erwarten. Ansonsten ist der Markt hier in einem Missverhältnis, dann wird das wahrscheinlich nicht lange Bestand haben und das würde sofort ausgenutzt werden. Es gibt immer eine Relation zwischen Chance und Risiko an der Börse. Ja, jetzt kommen wir mal zu den Extrembeispielen, die ich hier mitgebracht habe aus der Praxis. Hier ist ein Beispiel von Tesla noch vor den Splits. Damals, ja, waren sie noch preiswert. Jetzt sind sie schon wieder in dieser Region, beziehungsweise sogar darunter, nur dass sie entsprechend schon gesplittet worden sind. Heißt, sie sind also ja schon wieder noch viel preiswerter als damals fast. Aber ja, damals gab es dieses Gerücht, dass entsprechend Tesla übernommen werden soll von einem saudi-arabischen Investor. Und das hat dazu geführt, dass die Aktie erst einmal nach oben gehypt worden ist, dann aber auch relativ schnell wieder abgestürzt ist. Trotzdem habe ich darauf gesetzt, dass das nicht lange anhalten wird, sondern dass wir hier entsprechend davon profitieren können, dass die Volatilität eben erhöht ist. Wir sehen das hier anhand dieser blauen Chart unterhalb der Kerzen. Das ist die implizierte Volatilität, also die Schwankungserwartung für die nächsten 30 Tage aus den Optionen eben herausgerechnet. Und diese ist hier an der rechten Skalierung eben abgetragen als Schwankungserwartung auf ein Jahr. Also was wird für die Tesla-Aktie als Schwankung erwartet für das gesamte nächste Handelsjahr? Und wir sehen, dass nach diesem großen Abverkauf, den wir hier an einem Tag gesehen haben, wo wir die 300-Dollar-Marke eben nach unten durchbrochen haben, im Jahr 2017 war das Ganze, da sehen wir, dass entsprechend die Schwankungserwartung signifikant angezogen ist. Und ich habe mich hier entsprechend entschieden, Short Puts zu schreiben, also entsprechend Versicherung für weiterfallende Kurse, weil ich davon ausging, dass entsprechend der Kurs sich wieder stabilisieren wird nach dieser Ankündigung. Und ja, das hat nicht ganz funktioniert zum Ersten. Ich bin hier erstmal nochmal neu eingestiegen mit einer zweiten Position. Deshalb sehen wir hier zwei rote Pfeile und zwei grüne Pfeile. Ich habe also hier diese Position erst einmal eröffnet am selben Tag und dann auch gleich wieder geschlossen. Also erst verkauft, dann wieder zurückgekauft und einen Verlust realisiert, weil ich teurer zurückkaufen musste. Das Ganze sehen wir hier auf der nächsten Folie. Hier habe ich also entsprechend am 27.03.2018, war das, ja genau, war ein Jahr später schon, 2018, diese Position eröffnet und habe hier entsprechend einen Put verkauft. Hier sehen wir es nochmal, Menge minus 1 heißt verkauft, zu einem Kurs von 6,60 Dollar. Und kurze Zeit später, wir sehen, das war am selben Tag noch, habe ich diese Position nochmal aufgestockt hier für 8,10 Dollar nochmal verkauft,
eine Position. Ich mache das sehr oft, dass ich hier gestaffelt reingehe, dass ich eben entsprechend nochmal eine zweite Position nachlegen kann, wenn ich hier nochmal einen besseren Preis bekomme. Man weiß ja hier entsprechend nie, wo der tatsächliche Tiefpunkt ist. Und dann habe ich hier einen 250er Put-Strike entsprechend verkauft gehabt. Das Ganze hat mir also eine Prämieneinnahme von $660 und $810 zusammen eingebracht. Wir sehen aber auch, dass ich das bereits kurze Zeit später, nämlich gerade mal 4 Stunden später, wieder schließen musste. Nämlich noch am selben Tag habe ich 2 Stück wieder zurückgekauft für $11,10 je Option. Das Ganze müssen wir immer mal 100 rechnen, weil in einem Optionskontrakt immer 100 einzelne Optionen enthalten sind. Und hier sehen wir, dass ich dafür dann $2,220 aufwenden musste. In Summe habe ich also einen Verlust von $751 hier realisiert, was also knapp 50% Verlust entspricht. Wir sehen, wie schnell das also gehen kann. Wo viel Chance ist, ist meistens auch viel Risiko. Wir sehen trotzdem, dass das Gold richtig war, hier erstmal das Risiko rauszunehmen. Denn die Aktie ist natürlich weiter eingebrochen am nächsten Tag. Es ging weiter runter, sogar mit einem Gap Down. Und wir sind sogar an die 250 herangelaufen. Ja, und deshalb habe ich gesagt, das war gut, hier rauszugehen, das Risiko zu managen. Weil man weiß ja nicht, wie schnell es weitergeht. Also offenbar war das hier nicht der Boden. Die 300er Marke, die am Vortag eben noch verteidigt worden ist, die hat hier nicht mehr gehalten. Und deshalb bin ich aus dieser Position hier ausgestiegen. Aber 2 Tage später, als wir hier eine grüne Kerze gesehen haben, fand ich die Situation schon wieder interessanter. Wir hatten immer noch eine relativ hohe Schwankungserwartung. Und ich habe mich nochmal an diesem Trade probiert mit dem 250er Short Put. Da sehen wir, dass ich entsprechend hier wieder einen neuen eröffnen konnte, diesmal zu einem Preis von $27, also mehr als dem Doppelten, wo ich vorher meine Option noch geschlossen und zurückgekauft hatte mit Verlust, konnte ich inzwischen für $27 Prämie diese Position wieder eröffnen. Selbe Laufzeit übrigens mit Verfall am 18. Mai. Und da sehen wir, dass ich dann jetzt eben $2,700 Prämieneinnahme hatte. Und das Ganze habe ich dann knapp 2 Wochen gehalten. Ich habe ja vorhin gesagt, im Mittel haben wir etwa 3 Wochen Haltedauer. Hier waren es entsprechend knapp 2 Wochen, also 15 Tage Haltedauer. Und dann konnte ich diese Position wieder schließen für $5,40. Also habe ich hier entsprechend knapp 80% Gewinn realisiert, was hier entsprechend $2,159 in dieser Position entsprechend entspricht. Wir sehen das Ganze hier auch nochmal im Chart. Hier der rote Pfeil, habe ich die Position verkauft. Dann hat sich die Aktie wieder stabilisiert, ist wieder zurückgekommen nach oben. Die Schwankungserwartung ist leicht rückläufig gewesen und beides hat entsprechend für mich gespielt bei den Optionen. Gleichzeitig sind natürlich auch noch 2 Wochen rumgegangen, was auch noch einen Zeitwertverfall in der Option bedeutet. Also 3 Faktoren, die hier für mich gespielt haben. Ich habe also nicht nur auf steigende Kurse der Aktie gesetzt, sondern entsprechend auch auf einen Rückgang der Schwankungserwartung und eben einen Ablauf der Zeit. Denn das sind alles Faktoren, die für den Optionsverkäufer sprechen, wenn man entsprechend hier Stillhaltergeschäfte tätigt und damit eben Prämien einnimmt. Wir sehen das Ganze hier nochmal im Screenshot aus dem Handelsprotokoll, die Einnahme insgesamt. Hier sind es entsprechend 3 Stück insgesamt, da ich diese Position auf verschiedenen Konten, wir sehen es hier vorne Master, auf einem Masterkonto gehandelt habe, wo das Ganze auf verschiedene Konten verteilt wird. Insgesamt hatte ich also 3 Kontrakte hier dann realisieren können, zu $5,40 zurückgekauft, was also insgesamt einem Gewinn von $6,477 entspricht, nach eben gerade mal 2 Wochen. Natürlich müssen wir den vorigen Verlust davon noch abziehen. Das sind also in Summe hier entsprechend $2,300 etwa gewesen, die man davon nochmal abziehen muss, was ich ja vorher als Verlust realisiert hatte, also dreimal diese $751, die kann man davon noch abziehen, aber in Summe kommt man dann immer noch auf knapp $4,000 Gewinn, die dann übrig geblieben sind, nach gerade mal knapp 3 Wochen Handelszeit. Ja, man sieht also schon sehr gut bei diesem ersten Beispiel, Chance und Risiko stehen in gewisser Relation zueinander. Man muss trotzdem die Risiken eben managen, weil sonst kann es eben böse ausgehen. Es wäre zwar gut ausgegangen, wenn man hier einfach abgewartet hätte, aber es wäre auch nicht sinnvoll gewesen, weil man zwischenzeitlich eben sehr viel Risiko gehabt hätte und eben auch sehr viel Margin, sehr viel Sicherheitsleistung hätte nachschießen müssen, um diese Position einfach aufrechtzuerhalten. So war es eben klüger, rechtzeitig das Risiko zu managen, rauszugehen und später diese Position nochmal neu zu eröffnen, wenn die Chancen einfach wieder etwas besser stehen, charttechnisch. Der Roland fragt noch, was denkst du über nackte Call- oder Put-Käufe? Die Wahrscheinlichkeit ist doch eher schlecht, aber kurzfristig haben einige Trader extrem gute Gewinner. Naja, die Wahrscheinlichkeit ist vom Markt gegeben. Wir sehen ja die Deltas, das heißt, die Wahrscheinlichkeiten sind vom Markt vorgegeben und wir sehen genau, wie wahrscheinlich es ist, dass entsprechend eine Option sich für uns auszahlt oder entsprechend nicht. Jeder kann selbst entscheiden, an welchem Delta er entsprechend Optionen schreibt oder nicht. Wenn wir weniger Risiko haben wollen, dann haben wir auch weniger Chance.
aber natürlich auch mehr Sicherheit. Das heißt, wir handeln dann keine Naked Puts, wie in diesem Fall hier, wo man einfach ungesichert sozusagen einen Put verkauft, sondern zum Beispiel einen Spread Trade macht. Also entsprechend nochmal zusätzlich selbst einen Put kauft zu einem tieferen Preislevel. Also hier 250 war ja das Preislevel, zu dem ich versichert habe und die Put-Option verkauft habe. Wer das abgesichert tun möchte, kann zum Beispiel einen 240er oder 230er Put nochmal dagegen kaufen, um sich selbst nochmal rückzuversichern. Wir kennen das von Versicherungen, die machen das ja auch nicht anders. Gegen ganz große Schadensereignisse kaufen auch Versicherungen nochmal Rückversicherung ein, sodass sie die ganz großen Milliardenschäden eben nicht tragen können. Beispielsweise, wenn hier ein Hurricane auf Florida trifft, dann möchte eine Versicherung, die zum Beispiel Immobilienversicherungen verkauft hat, entsprechend nochmal rückversichert sein, sodass sie eben nur einen gewissen Schadensanteil zu tragen hat. Und genau das können wir am Optionsmarkt auch tun, indem wir uns selbst nochmal versichern und dann entsprechend ja abgesichert sozusagen darauf setzen. Der Nachteil ist der, dass dieser Trade dann wahrscheinlich nicht binnen 2 Wochen durchgehen wird, sondern einfach länger braucht, weil ich natürlich selbst auch Prämie verliere, mit die ich bezahlt habe durch meine eigene Absicherung, durch meine Rückversicherung. Deshalb dauert der Trade dann länger und die Gesamteinnahme wird natürlich geringer sein. Ich sage immer, es gibt beide Varianten, beide haben ihre Berechtigung, entweder naked oder abgesichert. Naked ist natürlich das größere Risiko, bietet aber auch die größere Chance und der Trade ist schneller durch. Die abgesicherte Variante hat den Vorteil, man hat weniger Kapitaleinsatz, man muss weniger Sicherheitsleistung, weniger Margin hinterlegen. Der Trade dauert dafür länger und wird halt weniger Ertrag bringen. Rechne ich aber den Ertrag wiederum auf meine Sicherheitsleistung, auf meine Margin um, dann ist das im Verhältnis meistens sogar besser, weil ich ja viel weniger Sicherheiten hinterlegen muss. Gerade für kleine Konten kann das also interessant sein, Spread Trades zu machen, weil ich dann viel mehr Positionen gleichzeitig machen kann und eröffnen kann und trotzdem eben abgesichert, mit also weniger Schwankungen im Markt unterwegs sein kann. Gerade momentan in diesen volatilen Zeiten, wo es ständig rauf und runter geht, kann das natürlich attraktiver sein, mit einem Spread unterwegs zu sein, als mit einer Naked-Position. Die letzten 1-2 Jahre war es relativ interessant, eher naked unterwegs zu sein, weil die Aktienmärkte kannten quasi nur eine Richtung letztes Jahr und die war nach oben. Hat man also Short Puts verkauft, gingen die eben relativ schnell durch, weil wir uns eben entfernt haben von diesem Versicherungslevel von $250. Ja, kommen wir mal zum nächsten Beispiel, nämlich dem Tilray Trade. Dem einen oder anderen wird diese Aktie noch etwas sagen. Tilray ist ein Cannabis-Player, der entsprechend ja versucht hat, den Cannabis-Markt hier aufzurollen. Und relativ schnell auch expandiert hat in den USA, als die an die Börse gegangen sind im Jahr 2018. Da haben die, glaube ich, einen Ausgabepreis von knapp $20 gehabt und sind binnen 2,5 Monaten hochgegangen bis auf $300 in der Spitze. Und das war wirklich wahnsinnig. Ich kann mich noch gut erinnern, wie an diesem 18. September entsprechend ein großer Analyst entsprechend Citron Research auf Twitter herausgebracht hat, dass sie eine große Short-Position aufgebaut haben in dieser Aktie Tilray. Die Leihgebühren waren auch schon exorbitant hoch, ich glaube um die 150% Leihgebühren pro Jahr. Da fragt man sich, wie kann sich das denn rentieren, wenn jemand 150% des Aktienwerts als Leihzins bezahlt? Naja, das rentiert sich dann, wenn man eben davon ausgeht, dass in den nächsten 1-2 Wochen oder 1-2 Monaten die Aktie stark fällt, weil dann natürlich der Gewinn schon vorhanden ist und man nicht die Leihzinsen für ein ganzes Jahr bezahlen muss. Nur so macht das natürlich auch Sinn und nicht, wenn man ein Jahr lang die Leihe bezahlen muss und die Aktie immer weiter steigt. Wir sehen aber, dass die auch ein bisschen zu früh dran waren, denn am nächsten Tag, dem 19. September, ging die Aktie schon mal direkt höher in den Handel mit einem Gap-Up, also einer Aufwärtskurslücke bei an die $230. Die wurde zwar teilweise wieder geschlossen, aber die Aktie stieg sofort weiter. Und hier sehen wir unten, die Schwankungserwartung war enorm. In der Spitze hatten wir über 500% Schwankungserwartung aufs Jahr gerechnet, was natürlich verrückt ist, was bedeuten würde, dass die Aktie sich nochmal vervielfachen könnte von diesem Niveau von $300 aus. Ich habe hier, wie die Leerverkäufer auch, darauf gesetzt, dass die Aktie wieder runterkommen wird, allerdings nicht mit einem klassischen Leerverkauf der Aktie, sondern mit einem Short Call. Und die höchsten Strikes an diesem Tag waren tatsächlich 300 und ich glaube 305 war der höchste Strike, den es gab. Ich habe mich für den runden 300er Strike entschieden, weil der etwas mehr Liquidität hatte als die anderen Strikes. Und ja, das Risiko war natürlich sehr hoch. Es war quasi fast wie ein direkter Leerverkauf zu sehen, weil man entsprechend hier zwar sehr viel Prämieneinnahme hatte, aber eben auch sehr nah am Geld war. Das heißt entsprechend auch ein hohes Risiko, dass es weiter gegen einen läuft, wenn die Aktie weiter steigt. Und auch ich war ein klein wenig zu früh dran. Ich habe hier begonnen, als die Aktie knapp diese erste Fahne hier ausgebildet hat. Wir sehen es noch an dieser einen grünen Kerze. Da ging es nochmal knapp etwas runter. Und bei knapp $267 habe ich hier die erste Position aufgesetzt. Wir sehen aber, wie sehr die Aktie noch nach oben gekauft worden ist, auf exakt 300,00 US-Dollar. Also sie hat wirklich auf den Punkt diese psychologische Marke erreicht. Und hier habe ich meine zweite Position eben aufsetzen können.
Wir sehen das hier gleich nochmal am Handelsprotokoll. Wenn ich hier nochmal, ach, ich habe es hier gar nicht mehr drin. Da sehen wir aber nochmal, was mit der Aktie dann passiert ist. Denn diese Aktie ist dann weiter runtergekommen. Am nächsten Tag schon, beziehungsweise auch bis zum Handelsschluss schon, hat sie sich entsprechend ja bis 263 Dollar hier nach unten bewegt gehabt, bis eine Stunde vor Handelsschluss. Und das Ganze ging dann sogar nochmal weiter. Bis Handelsschluss sehen wir, hatte sie sich mehr als halbiert gehabt. Sie ist also unter 150 Dollar sogar gefallen gewesen. Sie ging zwar bis zum Schlussgang nochmal etwas nach oben, aber insbesondere sehen wir, dass entsprechend hier die Schwankungserwartung sehr, sehr stark zurückgegangen ist. Und das ist ja der Vorteil eines Optionsverkäufers. Das heißt, ich verkaufe entsprechend auch die Angst und damit eben die Schwankungserwartung. Und wenn diese Erwartung zurückgeht, dann sinkt auch die Prämie der Option und ich kann sie entsprechend wieder günstiger zurückkaufen. Und das habe ich hier entsprechend auch getan. In der Spitze habe ich diese Option für 67 Dollar verkaufen können und die hatte gerade mal eine Restlaufzeit von 30 Tagen. Das war also hier September und die war im Oktober fällig und ich konnte hier also für 67 Dollar diese Optionen verkaufen in der Spitze. Heißt also, ich hätte auch einen Puffer nach oben gehabt von 67 Dollar, dass die Aktie also bis auf 367 Dollar steigt und dann wäre ich erst Break-Even gewesen und hätte meinen Verlustbereich erreicht. Allerdings hätte ich die Position natürlich viel früher managen müssen, weil es natürlich bedeutet hätte, dass sehr wahrscheinlich auch die Schwankungserwartung weiter gestiegen wäre und natürlich die Option ins Geld läuft, weil sie sich dann oberhalb dieses Ausübungspreises von 300 Dollar befindet und damit das Risiko für mich einfach steigt. Das heißt, ich hatte hier einen sehr engen Stop gesetzt. Wären wir also über 310 Dollar gestiegen, wäre ich sofort aus dieser Position ausgestiegen, hätte meinen Verlust realisiert. Wie hoch auch immer der gewesen wäre, hängt natürlich davon ab, wie stark die Schwankungserwartung hiermit angezogen hat. Sehr wahrscheinlich hätte ich einen Verlust von etwa 20-30% hier realisieren müssen, bei diesem an sich kleinen Kursanstieg. Aber das habe ich mit einkalkuliert, denn ich ging davon aus, dass diese psychologische 300-Dollar-Marke einen sehr starken Effekt haben wird. Und wie wir sehen, war das genau der Fall. Es gab mehrere Handelsaussetzungen noch an diesem Tag und die Aktie fiel über die nächsten zwei Tage zurück bis auf 120 Dollar. Ich konnte tatsächlich diese Optionsposition dann zurückkaufen für gerade mal 5 US-Dollar. Und somit habe ich hier 20.000 Dollar binnen zwei Tagen realisiert auf zwei Konten, auf denen ich diese Position gehandelt habe. Ich habe insgesamt hier 4 Kontrakte gehandelt, die ich einmal etwas früh eröffnet hatte bei um die 34 Dollar und hier oben nochmal um die 67 Dollar. Und diese konnte ich entsprechend hier sehr, sehr preiswert dann wieder zurückkaufen zwei Tage später. Wir sehen also, Chance und Risiko stehen in einem Verhältnis. Ein hohes Risiko, das man managen muss auf der Oberseite, aber auch hohe Chancen, wenn entsprechend diese Übertreibung nach oben abgebaut wird, die natürlich hier herbeigeführt worden ist durch diesen Short Squeeze der Leerverkäufer. Das heißt, die waren dazu gezwungen, ihre Position wieder einzudecken. Sie hatten die Aktie leer verkauft, sie stieg endlos weiter und die mussten entsprechend dann eindecken, weil die Aktie ja, sich zu schnell nach oben bewegte, was dazu führte, dass eine Kaufpanik entstand und damit entsprechend auch die Schwankungserwartung sehr stark nach oben getrieben worden ist, weil natürlich auch die Call-Option als Absicherung für die Leerverkäufer dienen können gegen weiter steigende Preise. Ja, Tilray war sozusagen der Vorläufer der späteren GameStop, um die es gleich gehen wird. Wir sehen aber auch nochmal, was hier passiert ist entsprechend. Dann die Monate davor ging es entsprechend stark rauf und danach ging es extrem runter. Wir sehen allein, ein Jahr später ist die Aktie bei 22 Dollar nur noch gewesen und heute war sie sogar nur noch im einstelligen Preisbereich. Auch wenn manche wieder auf den Cannabismarkt spekulieren, sollte uns das eine Warnung sein, dass nicht alles, was so gut läuft in den ersten Wochen und Monaten, auch wirklich dort oben bleibt und von Erfolg gekrönt ist. Denn es gibt immer grundsätzlich Unsicherheiten für jede Unternehmung, die entsprechend ja einmal versucht, ein neues Geschäftsfeld zu erobern. Ja, gucken wir also auf entsprechend den nächsten Titel hier. Ah, da habe ich doch, da ist doch der Screenshot. Ich habe mich schon gewundert, wo der hingewandert ist. Hier habe ich nochmal den Screenshot mit den Positionen. Also hier sehen wir 43 Dollar und 49 Dollar. Das waren zwei verschiedene Konten, auf denen ich diese Position eröffnet habe. Und da sehen wir entsprechend auch nochmal, wie viel wenig später das war. Nämlich gerade mal 7 Minuten später, beziehungsweise knapp 10 Minuten später, konnte ich dann für 59 und 69 Dollar nochmal diese Position eröffnen. In der Spitze war diese Option 73 Dollar wert, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe das auch nochmal auf einem Blogartikel geschrieben. Wen das interessiert, der schaut gerne mal auf unserer Webseite vorbei. Da habe ich das Ganze auch nochmal entsprechend hier ausführlich dargelegt, was damals passiert ist, wie ich das geschafft habe, diesen Trade hier aufzusetzen. Da kann man sich das Ganze gerne nochmal im Detail entsprechend anschauen. Ja, einfach hier auf diesen Link gehen, finescoach/cannabis-tly, dann kann man sich das alles nochmal im Detail anschauen und nachlesen, wie das funktioniert hat.
Ja, wie gesagt, knapp 20.000 Dollar konnte ich hier realisieren. Und das Schönste, sozusagen das Sahnehäubchen obendrauf, war hier die Provision von minus 26 Cent. Das geht natürlich auch, wenn man entsprechend hier eine Rückvergütung bekommt von einer Börse. Dann kann man hier sogar nochmal anstatt einer Provision, die man bezahlen muss, eine Provision obendrauf erhalten, was auch nochmal ein klein wenig die Rendite manchmal steigern kann. Ja, zum nächsten Beispiel, wie gesagt, anknüpfend an die Tilray sehen wir hier die GameStop. Das dürfte dem einen oder anderen bereits schon bekannt sein, nämlich aus dem Jahr 2021, wo wir hier entsprechend, beziehungsweise ja, 2021, wo wir hier entsprechend im Januar sehr stark den Kursanstieg hatten. Das Ganze vollzog sich zwar schon Ende 2020, wo die Aktie beginnend bei unter 5 Dollar losmarschiert ist, aber insbesondere im Januar 2020, 2021 ging es hier extrem nach oben. Wir sehen jetzt zwar rückwirkend den Preis adjustiert, weil wir hier einen 4 zu 1 Split hatten im Juli diesen Jahres. Das heißt, wir müssen diese alten Preise eigentlich mal 4 rechnen, um den damaligen Preis nochmal zu wissen. Diese Aktie ist also von unter 5 Dollar auf über 500 Dollar gestiegen in der Spitze. Das war hier Ende Januar, wo wir entsprechend diesen Preis erreicht hatten, bei knapp 500 US-Dollar. Wahnsinnig, was hier passiert ist. Und auch hier sehen wir, die Schwankungserwartung auf ein Jahr gerechnet war noch höher als bei Tilray, nämlich über 550% Schwankungserwartung. Ich kann mich noch erinnern, dass hier durch diesen Short Squeeze, der noch extremer war, weil auch über 100% der im Umlauf befindlichen Aktien leer verkauft waren, was ein extremes Szenario ist, das so noch nie da gewesen war, das natürlich dazu führte, dass die Leerverkäufer reihenweise unter Druck kamen. Auch die großen Fonds, gegen die ja hier die Kleinanleger spekulierten, die verloren Milliarden über Nacht. Wir sehen ja, wie schnell die Kursentwicklung sich vollzogen. Jede Kerze hier ist nur einen Tag und wir sehen, wie groß allein die Tagesschwankung an diesem Tag mit der Preisspitze hier oben war. Da sind wir von, ja, preisadjustiert 130 Dollar knapp auch runtergefallen auf wiederum 30 Dollar. Also extreme Preisschwankungen, weil hier der Handel ausgesetzt war für GameStop. Man konnte also keine Aktien mehr kaufen, weil die Broker sogar in Liquiditätsnöte kamen und nicht in der Lage waren, entsprechend die Sicherheitsleistung bei den Clearingstellen zu hinterlegen, weil so viel mit GameStop-Aktien auch innerhalb eines Tages gehandelt worden ist. Und das dauert natürlich immer, bis diese Sicherheiten wieder freigegeben werden. Und darum musste der Handel sozusagen eingestellt werden, sodass man nicht mehr kaufen konnte, was dazu führte, es gab keine Kaufnachfrage mehr, keine Käufer mehr und damit eben entsprechend ein Zusammenbruch des Preises. Das konnte sich zwar wieder ein wenig erholen am Folgetag, aber wir sehen, wie schnell das auch wieder abgebaut worden ist. In der Spitze erinnere ich mich noch, dass wir hier, als wir ja bei etwa 350, 380 Dollar standen, also noch ein bisschen Luft hatten bis zur 500 Dollar Marke, wo die Spitze des Preises war. Da haben wir für eine 2 Tage laufende Option, ja, also 2 Tage Restlaufzeit. Das war also Mittwochabend und Freitagabend wäre diese Option verfallen. Wurde für diese Option 150 Dollar bezahlt mit einem 500er Strike, ja, also 500er Strike, 150 Dollar, was heißen würde, man erwartete, dass diese Aktie 2 Tage später bei 650 Dollar stehen würde, weil dann wäre sie ja erst Break-Even. Das heißt, jemand, der diese Option kaufte, erwartete einen Kursanstieg von 380 auf über 650 Dollar. Nur dann hätte er ja bei Verfall auch mit dieser Position überhaupt Gewinn machen können. Also extrem. Man hat sehr gute Prämien bekommen können. Ich allerdings habe relativ früh versucht, hier schon mit den Short Calls einzusteigen, als wir hier etwa bei 40, 45 Dollar waren. Das hat nicht ganz funktioniert. Deshalb musste ich das ganze Szenario aufgeben und weil wir tagtäglich weitere hohe grüne Kerzen hatten, hatte ich mich auch aus diesem Trade zurückgezogen, habe hier nichts weiter gehandelt und das einfach sozusagen an mir vorbeiziehen lassen und ja, auf mich sacken und wirken lassen, weil man sieht natürlich, es gibt hohe Chancen, aber eben auch hohe Risiken. In dem Fall hier ein Risiko, das für mich auch zu groß war, weshalb ich hier dann nicht mehr weiter gehandelt habe und diesen Verlust einfach akzeptiert habe. Es gab aber immer wieder neue Chancen, wie beispielsweise hier dann nochmal im Februar gab es nochmal ein Short Squeeze, wo wir von knapp 10 Dollar dann auf 50 Dollar hoch sind. Also auch hier haben wir uns nochmal verfünffacht. Also extrem, was passiert. Und natürlich auch mit der Schwankungserwartung. Wir sehen es an der blauen Linie, wie extrem diese dann anzieht. Und das ist ja auch das Problem, was die meisten dann hier unter Druck bringt, wenn sie zu früh in einer Position sind, weil dann entsprechend von zwei Seiten der Druck aufgebaut wird. Nämlich einmal von der Preisseite, vom Preisanstieg her und vom zweiten vom Volatilitätsanstieg her, denn das erfordert natürlich auch eine höhere Sicherheitsleistung, weil die Prämie extrem ansteigt in solchen Phasen, wenn der Kurs so nach oben zieht und die Schwankungserwartung so stark ansteigt. Und da kommen wir wieder zurück zur Frage von Roland. Hier kann es sich natürlich insbesondere lohnen, Spreads zu handeln, also entsprechend nicht naked mit einem Short Call unterwegs zu sein, sondern tatsächlich mit einem Bear Call Spread,
Also beispielsweise eine Versicherung zum Preislevel 100 verkaufen und dafür eine für 120 selbst zu kaufen, die einfach günstiger ist. Was aber bedeutet, dass man hier eben abgesichert unterwegs ist. Und wenn der Preis und die Volatilität nach oben steigen, dann hat man hier entsprechend auch nicht so schnell einen so großen Verlust, sondern das Ganze läuft eben langsamer ab durch diese Rückversicherung, die man eben hinten dran noch hat. Ja, kommen wir zum interessantesten Beispiel des Abends, bevor wir dann zum Frage-Antwort-Bereich kommen. Und zwar dem Öltrade. Das ist noch nicht so lange her, nämlich gerade mal 2020. Während Corona, erinnern sich viele, gab es kaum Nachfrage, gab ja kaum Bedarf, überhaupt sich zu bewegen. Alle waren drinnen, alle waren in Panik. Und deshalb ja keinerlei Nachfrage nach Öl. Öl wurde aber trotzdem weiter gefördert. Man kann Ölquellen nicht einfach so zumachen, beziehungsweise wenn man das tut, kann man sie kaum mehr wieder öffnen. Insofern musste Öl weiter gefördert und gelagert werden und die Lager waren fast alle voll, so wie aktuell die Gaslager in Deutschland sehr gut gefüllt sind. So war das damals in Cushing in Oklahoma, in einem großen Öllager in den USA der Fall. Und ja, das führte dazu, dass über Tage hinweg der Ölpreis weiter fiel, auf $50, auf $40, auf $30 und immer weiter, bis wir dann an einem Tag im April 2020 runterkamen in den einstelligen Preisbereich und immer weiter fielen Richtung $0-Marke. Ich fand das sehr interessant, weil ich noch nie einen so tiefen Ölpreis erlebt habe und dachte mir, Wahnsinn, wieso kann man Öl zu so günstigen Konditionen handeln? Jetzt müsste man doch einfach mal einsteigen und kaufen. Und ich habe, nachdem wir diesen Preis hier bei knapp $0 erreicht hatten, tatsächlich eine Position in einem Future erwischt für gerade mal 2 Cent. Ich habe Öl für 2 Cent hier gekauft. Warum das trotzdem nicht so toll war, erzähle ich euch gleich. Es ist eine wirklich extreme Geschichte hier, die ich jetzt gleich erzählen werde. Also gut aufpassen. Das ist der Mai-Verfall. Der Future verfällt also im Mai, ist aber nur noch bis Ende April entsprechend hier handelbar. Wir sehen also, das war hier im April ein Tag, an dem eben dieses Extremszenario eingetreten ist, dass der Ölpreis negativ wurde. Und das große Problem hier war, dass die Broker nicht damit zurechtkamen. Sie konnten das nicht mal berechnen, nicht mal anzeigen, weil sie nicht davon ausgingen, dass negative Preise jemals angezeigt gehandelt werden würden. Obwohl die Börsen sie davor gewarnt hatten und 5 Wochen vorher noch sagten, bitte, liebe Broker, schaut her, ihr müsst in der Lage sein, negative Preise bei Öl und Gas zu handeln, denn die Preise können negativ werden. Normale Rohstoffe kann man ja einfach irgendwo im Lager lassen oder wieder unterpflügen und verrotten lassen. Das geht mit Öl natürlich nicht und mit Erdgas. Das ist natürlich nicht erlaubt, das einfach in der Umwelt zu verklappen. Insofern muss das irgendwo eingelagert werden. Und wenn es nicht eingelagert werden kann, dann muss ich es an jemanden weitergeben, der entsprechend bereit ist, nicht dafür zu bezahlen, aber dafür, das vielleicht abzunehmen, wenn ich ihm Geld gebe. Das heißt, der Preis kann negativ werden. Heißt, der Produzent muss noch etwas dafür bezahlen, dass er dieses Öl los wird. Ja, ein extremes Szenario, von dem ich jetzt erstmal hier nicht so extrem ausging. Ich versuchte für 2 Cent das zu kaufen, sah erstmal gut aus. Wir sind wieder hochgegangen auf 75 Cent. Ihr könnt euch also vorstellen, was das für eine extreme Rendite prozentual natürlich war. Trotzdem kam der Preis wieder runter und testete mehrmals die $0-Marke. Und ich wollte mich hier absichern mit einem Stop-Loss hier auf der Unterseite. Ich merkte plötzlich, ich kann diese Order nicht eingeben. Also es funktionierte nicht. Ich konnte weder 0,00 eingeben, noch ein negatives Vorzeichen eingeben. Und im Moment realisierte ich, dass mein Broker gar nicht in der Lage war, negative Preise hier zu akzeptieren. Naja, plötzlich, um kurz nach 8 Uhr abends, sehen wir, dass die Preise im Chart nicht mehr angezeigt worden sind. Und ich wurde fast wahnsinnig, weil ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein. Was ist los? Warum sind die Systeme ausgefallen? Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass der Preis bereits negativ war. Und als ich auf der Börsenseite der CME nachschaute, wo man ja auf 15 Minuten Zeitverzögerung hat, dann wurde mir das Ganze erst bewusst. Wenn wir hier mal auf der linken Seite schauen, sehen wir, was passiert war. 14 Uhr Chicago-Zeit ist entsprechend 20 Uhr unserer Zeit. Und wir sehen hier, um 20.30 Uhr findet das sogenannte Settlement statt. Anhand dessen wird entsprechend auch dann die Übernachtmargin und der Gewinn und Verlust sozusagen einmal ausgeglichen am Tag. Und das sehen wir, was hier erfolgt ist. Kurz vor dem Settlement wurde der Preis massiv in den negativen Bereich getrieben bei diesen Futures, die eben nur noch sehr kurze Restlaufzeit hatten und dann eben demnächst verfallen wären, beziehungsweise der Handel eingestellt worden wäre. Sonst wäre es ja zur physischen Lieferung gekommen. Das verhindert der Broker ja dadurch, dass er diese Position dann liquidiert. Das war also tatsächlich der letzte Handelstag, was also dazu führte, dass meine Position hier natürlich auch zu diesem letzten handelbaren Preis dann abgerechnet worden ist bei Verfall. Und wir sehen, dass dieser Preis eben sehr weit unten war. In der rechten Tabelle sehen wir es nochmal. Settlement-Preis war bei minus $37,63. Ja? Der Tiefstpreis war sogar über minus $40.
extrem, also diese Bewegung, die sich hier vollzogen hat. Kurz danach sind wir sogar wieder ein bisschen raufgegangen, bis auf minus 16 Dollar, nur um den Handel dann am Ende des Tages bei minus 22 Dollar zu beenden. Was aber nicht mehr relevant war, weil mein Broker mich abgerechnet hat zu diesem Preis hier um 20.30 Uhr. Ich habe auch mal ausgerechnet, wie groß das Volumen noch war zu diesem Zeitpunkt, also was hier noch an offenen Kontrakten vorhanden war in diesem Future zu diesem Zeitpunkt und was das für ein Gegenwert war, wenn wir hier entsprechend mal diesen negativen Abrechnungspreis hernehmen. Und das waren über 4 Milliarden Dollar, die hier noch in diesem Future entsprechend investiert waren. Kann man sich also mal vorstellen, was hier passiert ist, was hier ja verrückterweise eben los war, dass entsprechend Produzenten 4 Milliarden Dollar bezahlen mussten für die Abnahme ihrer Ölpositionen. Und ja, wer da entsprechend hier gekauft hat, hat entsprechend nicht nur Öl günstig eingekauft, sondern dafür auch noch Geld erhalten. Wirklich wahnsinnig. Was ist jetzt mit meiner Position passiert, aus der ich ja nicht rausgekommen bin? Ich habe natürlich sofort meinen Broker angerufen am nächsten Tag und habe gesagt, wie kann das denn sein, dass hier der Ölpreis negativ war und ich das nicht sehen konnte. Am nächsten Tag wurde es dann plötzlich angezeigt. Der Chart war dann plötzlich wieder sichtbar. Wir sehen jetzt hier also, dass es eben negativ werden konnte. Und trotzdem war dann entsprechend der Handel ja schon eingestellt. Dieses Produkt endete ja dann entsprechend. Und als der Handel beendet war, war das Produkt sogar wieder im positiven Bereich. Das endete bei 10 Dollar, wahnsinnigerweise von minus 40 auf plus 10 Dollar. Nur war dieser Tag nicht mehr für mich handelbar. Und mein Broker hatte mich entsprechend abgerechnet zu minus 37 Dollar noch was. Und ich hatte eine ordentliche Anzahl Kontrakte auf mehreren Konten offen, die ich nicht schließen konnte. Und ich konnte auch keinen Nachweis bringen, dass ich diese Position schließen wollte, weil ich diese Order überhaupt nicht eingeben konnte. Ich war ja aber nicht der einzige Kunde, dem es so ging, sondern Interactive Brokers hatte mehrere Kunden, die damit entsprechend ja in ihrer Position sozusagen gefangen waren. Das ging über ein, zwei Wochen lang, bis entsprechend klar war, dass natürlich jeder Kunde entschädigt wird, weil es natürlich definitiv ein Fehler des Brokers war, hier überhaupt keinen Handel zu ermöglichen, diese Preise nicht anzuzeigen und auch die Leute natürlich nicht mehr aus der Position rauskamen. Insofern bekam ich eine Entschädigung für meine Position, die ich gehalten habe. Das bedeutete aber auch, dass ich für zwei Wochen mit einem Betrag von 400.000 Dollar hier in den Miesen war. Also nicht in den Miesen, aber zumindest dieses Kapital nicht zur Verfügung hatte, um damit zu handeln, weil natürlich das eine Extremsituation war, wie wir hier sehen, mit der ich nicht gerechnet habe, mit der Broker nicht gerechnet hat, mit der sozusagen niemand gerechnet hat zu diesem Zeitpunkt, aber die eben dazu führte, dass dieser negative Abrechnungspreis mir erstmal 400.000 Dollar vom Konto abgezogen hat. Ja, glücklicherweise habe ich einen seriösen Broker, der auch hinter FX Flat steht, der mich dann entschädigt hat. Das bedeutete aber auch für den Broker einen Verlust von 120 Millionen Dollar. Das ist ein ganzer Quartalsgewinn von Interactive Brokers gewesen. Aber das zeigt auch, dass die in der Lage sind, eben das zu stemmen, eine solche Situation und die Kunden hier auch zu entschädigen. Andere Broker wären dadurch entsprechend pleite gegangen, wenn sowas passiert, was sie entsprechend nicht abgedeckt haben mit ihrem Risikosystem. Es führte nämlich auch dazu, dass zum Beispiel die niedrigsten Strikes, die es zu diesem Augenblick gab, nämlich 50 Cent Call- und Put-Strikes, dass die eine völlig falsche Margin aufwiesen, weil man ja dachte, naja, es kann ja nur bis zu Null gehen, also können die auch maximal 50 Cent an Margin haben, beziehungsweise das Ganze natürlich mal 1000 der Kontraktgröße vom Rohöl-Future. Aber es hat sich gezeigt, dass das natürlich nicht ganz stimmen kann, wenn der Preis negativ wurde. Und so wurde entsprechend in den nächsten Tagen nach diesem Ereignis die Margin signifikant angehoben, weil wir ja immer noch in dem Preisbereich um die 10, 12 Dollar waren und dementsprechend natürlich das Risiko bestand, dass wir wieder Richtung Null oder negativ wandern. Und deshalb hatten diese niedrigen Strikes bei den Puts und Calls plötzlich explosive Margin-Veränderungen, weil hier natürlich eingepreist werden musste, dass der Preis negativ werden kann, was vorher nicht der Fall war. Und deshalb mussten die ganzen Risikosysteme des Brokers auch angepasst werden. Also wirklich ein sehr, sehr extremes Ereignis, das sich hier ereignet hat. Und ja, mit dem man also umzugehen wissen sollte. Man kann sich nicht auf alles vorbereiten, aber man sollte Extremsituationen definitiv mit einplanen. Ja, wer zum Beispiel jetzt noch kein Konto hat, aber trotzdem bei einem seriösen Broker sein möchte, der auch den deutschen Support noch anbietet, weil ich weiß, wie es an hektischen Tagen ist bei Interactive Brokers, erreicht man nicht immer jemanden, auch an ruhigen Tagen manchmal nicht. Deshalb kann man so einen Broker wie FXBet nur empfehlen und gebrauchen, denn hier erreicht man immer jemanden, die einem auch weiterhelfen können, auch an solchen hektischen Tagen, wo es so außerordentliche Situationen gibt, wie mit dem negativen Rohölpreis. Und wer das Angebot nutzen möchte, hat die Möglichkeit, auch zwei Monate kostenlos bei uns im Finance Coach Master Club dabei zu sein. Einfach hier den QR-Code scannen oder auf die Landingpage hier gehen und darüber dann das Konto bei FX Flat eröffnen. Dann ist man zwei Monate kostenlos bei uns dabei, kann jeden Donnerstag live verfolgen, wie Mirko und ich die Märkte analysieren und kleinen Rückblick und Ausblick geben und auch entsprechend interessante Trading-Positionen vorstellen werden. Ja, und wer sich für ein bisschen mehr interessiert, also für gleich ein ganzes
Coaching, eine ganze Ausbildung, der hat bei uns die Möglichkeit, sich zum Trader ausbilden zu lassen in einem 6-Monats-Coaching. Das ist ein Individual-Coaching, wo wir wirklich schauen, auf welchem Level steht derjenige, was braucht er noch, was weiß er schon. Das ist also nichts von der Stange, sondern wir stellen individuell die Videokurse zusammen. Dann gibt es Gruppencoaching und auch Einzelcoaching-Stunden, sodass wir wirklich auf denjenigen eingehen können und ihm genau da weiterhelfen können, wo er eben gerade steht. Wer daran Interesse hat, gerne ein kostenfreies Strategiegespräch vereinbaren. Da analysieren wir die aktuelle Situation, was man schon an Vorwissen hat, wohin man auch gehen möchte, wie viel Risiko man eingehen möchte, welche Renditeziele man hat und besprechen, ob das überhaupt passend ist. Und wenn das passend ist, dann können wir auch ein Angebot erstellen. Und wenn das zusammenpasst, dann freue ich mich eben entsprechend, euch im Coaching bei uns begrüßen zu dürfen. Ansonsten bin ich jetzt gerne noch bereit, hier Fragen zu beantworten. Danke schon mal an der Stelle für eure Aufmerksamkeit und freue mich jetzt auf alle Fragen, die noch reinkommen. Und wie schon am Beginn erwähnt, das Ganze gibt es natürlich als Aufzeichnung auf YouTube, wo ihr alles auch nochmal nachschauen könnt. Ja, ich gucke mal gerade auf die Fragenliste, was wir hier alles haben. Okay, Natural Gas oder auch Öl ist doch irre, was manche Optionshändler in den letzten Wochen durch nackte Calls zum Teil agieren machten. Bin ich zu blöd, wenn ich als Stillhalter zum Teil agiere? Nein, definitiv nicht, Roland. Also es ist momentan wieder eine extreme Situation in Erdöl und Erdgas, weil die Volatilitäten sehr extrem sind. Aber das liegt natürlich daran, dass die Situation auf den Rohstoffmärkten auch extrem sind. Zum einen die OPEC, das größte Rohölkartell. Ich habe heute einen interessanten Artikel übrigens gelesen. Da klagt jemand aus Deutschland in Berlin vor dem Gericht dagegen, dass es hier dieses Kartell gibt und dass das ja erlaubt sei. Und er hat dann einfach ein paar Moped-Rechnungen eingereicht im Wert von 50 Euro und hat gesagt, er hat jetzt mehr bezahlen müssen, weil dieses Kartell existiert. Und bin gespannt, wie dieses Verfahren ausgeht, beziehungsweise wann es überhaupt startet. Ist noch in der Anfangsphase. Aber ja, diese OPEC, dieses größte Rohstoffkartell der Welt, hat ja beschlossen, zuletzt die Rohölproduktion auch zu drosseln um 2 Millionen Barrel am Tag. Was den Joe Biden ja gar nicht gefreut hat, der ja heute entsprechend bei den Midterms, bei den Zwischenwahlen, um die Mehrheit in seinen Parlamentskammern kämpft. Und ja, das führt dazu, dass entsprechend sehr viel Bewegung ist auf dem Preismarkt für Rohöl, weil entsprechend zwei Parteien unterschiedliche Interessen haben. Ne? Biden, der zum Beispiel strategische Reserven freigegeben hat, um den Preis in den USA zu drücken, gleichzeitig aber auf dem Weltmarkt die Produktion, die Förderung gedrosselt wird, um den Preis wiederum anzuheben. Und dann entsprechend die Embargos gegen Russland, um entsprechend kein russisches Öl zu beziehen. Das sind natürlich extreme Spannungen am Markt, die entsprechend etwas brauchen, um sich wieder auszugleichen. Und das führt einfach zu extremen Verwerfungen zum einen und zum anderen auch zu hohen Schwankungserwartungen, weil man nicht weiß, steigt jetzt der Preis bald wieder stark oder fällt er stark durch die Rezession und weniger Rohölnachfrage etc. Und deshalb kann man eben als Optionshändler sehr starke Prämien momentan bekommen, hat damit eben auch mehr Puffer, mehr Sicherheit, mit denen man weiter wegkommt vom aktuellen Kurs. Natürlich kann das sehr riskant sein. Wie gesagt, es gibt immer eine Korrelation zwischen Chance und Risiko, aber es kann auch sehr lukrativ sein. Auf großen Konten kann man das Naked handeln, weil man trotzdem kleine Positionsgrößen eben wählen kann. Das ist also nicht so dramatisch, wenn der Verlust entsprechend etwas größer ausfällt oder nämlich rechtzeitig managen kann, weil die Positionsgröße an sich eben sehr klein ist. Wenn ich nur 0,2 oder 0,3% Positionsgröße habe, dann macht das nichts aus. Dann verliere ich nicht viel. Auch wenn ich das Dreifache der Prämie verliere, habe ich trotzdem nur 1% vom Konto verloren. Klar habe ich auch nicht viel gewonnen, wenn ich diese Position bei 80% Gewinn schließe. Aber wie gesagt, darum geht es nicht. Es geht darum, viele kleine Gewinner zu produzieren und diese Trefferwahrscheinlichkeit auszuspielen über die Dauer des Tradings, über die Vielzahl der Trades, die ich mache. Wenn ich das nicht kann, weil ich nur ein kleineres Konto habe, dann mache ich keine Naked-Position, dann mache ich Spreads. Und das funktioniert genauso. Da kann ich trotzdem die hohen Volatilitäten nutzen und als Stillhalter agieren, nur eben abgesichert. Was einfach bedeutet, ich habe weniger Chance, dafür aber auch weniger Risiko. Und ich bin vielleicht ein bisschen länger in dem Trade drin, der ist also vielleicht eher nicht nach 1-2 Wochen geschlossen, macht aber nichts, weil ich trotzdem die Wahrscheinlichkeiten auf meiner Seite ausnutzen kann. Ja? Also es gibt für jede Möglichkeit, hier etwas das nutzen zu können. Man muss entsprechend nur wissen, wie das funktioniert. Und entweder man ist in der Lage, sich das selbst anzueignen und beizubringen, oder man nutzt die Abkürzung über ein Coaching und dann kann man entsprechend das Ganze in relativ kurzer Zeit auch lernen. Natürlich ist das allumfassend. Also es geht um viele Dinge, viel mehr zu wissen, als ich hier in einer Stunde Webinar erzählen kann. Aber deshalb gibt es ja auch Coachings, wo man noch mal ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen kann. Wo kann ich denn nachlesen, wie ich einen Stop für eine Option in der TWS setze, fragt der Christian. Ich glaube, da habt ihr wahrscheinlich auch interessante Videos. Oder Florian, ich denke, da habt ihr auch TWS-Videos, wo man sowas auch nachschauen kann. Also ich habe auf YouTube gibt es Einführungsvideos für die Trader Workstation und es gibt auch nochmal ein einzelnes Video, was tatsächlich sich nur mit Optionshandel und dem Option Trader beschäftigt. Also ist definitiv möglich. Ich persönlich mache das nicht automatisch, dass ich direkt Stop setze. Gerade bei weniger liquiden Optionen
aus der zweiten oder dritten Reihe kann das nämlich dazu führen, dass zur Handelseröffnung, wo die Spreads noch relativ breit sind, man dann entsprechend Market ausgeführt wird und man bezahlt dann den vollen Spread. Das ist meistens nicht so attraktiv. Wenn ich jetzt eine Meta oder eine Google oder Amazon, Tesla handle, dann ist das nicht so dramatisch, weil die Spreads nicht so wahnsinnig groß sind zum Handelsstart. Aber es kann trotzdem passieren, weshalb ich entsprechend diese Position immer manuell schließe und eben versuche, hier die Ausführung meistens mit Point zu bekommen, also zwischen Geld- und Briefkurs. Es gibt hier natürlich auch ganz spezielle algorithmische Orders, mit denen man das nochmal entsprechend ja, abdecken kann. Aber ich bin sowieso immer hier zum Marktstart oder zum Marktschluss an meinem Computer und deshalb kann ich das auch eben manuell handeln. Aber wer möchte, kann natürlich auch Stops für Optionsorders setzen. Und ja, du hast schon erwähnt, man kann also entsprechend hier TWS-Hilfevideos sich anschauen. Wie viel Uhr finden die Veranstaltungen Donnerstag statt, fragte Alexander. Das ist bei uns immer um 20.30 Uhr öffentlich auf YouTube für jeden, eine halbe Stunde. Das heißt, da kann man auch so zuschauen bei Marktradar auf finance.coach, unser YouTube-Kanal. Und ab 21 Uhr ist das dann Finance Coach Masters, eben nur für die Klienten, die hier dabei sind, entweder im Coaching oder eben im Finance Coach Masters. Die haben dann die Möglichkeit, nochmal eine weitere Stunde mit uns entsprechend nochmal tiefer in die Materie einzutauchen. Aber das Ganze wird aufgezeichnet. Wer also da nicht live dabei sein kann, ist nicht dramatisch. Man kann sich das sofort am nächsten Tag eben auch die Aufzeichnung anschauen und da das Ganze auch nochmal in Ruhe rekapitulieren. Könntest du bei dem Tesla-Trade bei einer Prämie von 1.400 Dollar bzw. 2.200 Dollar die Positionsgröße von 0,5% einhalten, fragte Alex. Ja, tatsächlich, das konnte ich. Also indirekt kannst du dir damit ausrechnen, wie groß das Konto bzw. die Konten im Hintergrund waren. Ja, das war definitiv für mich möglich, diese 0,5% einzuhalten. Roland, ich verstehe, aber bei kleinem Konto passiert wohl eher nicht viel. Coaching habe ich ja angefragt. Ja, was heißt, passiert nicht viel? Natürlich kannst du nicht erwarten, dass du ein 10.000er Konto sofort verdoppelst im ersten Jahr, wenn du nicht entsprechende Risiken eingehst. Das ist ja ganz normal. Aber ich sage, bei kleinen Konten geht man natürlich ein klein wenig höhere Risiken ein, im Sinne von 1 bis 1,5% pro Position, dass man auch überhaupt eine Möglichkeit hat, eine Position zu eröffnen und trotzdem auch ein Wachstum auf dem Konto sieht. Ja? Weil ein kleineres Konto, klein in Anführungszeichen, 10.000 Euro ist ja für manche nicht unbedingt wenig, aber es gibt eben die Möglichkeit, trotzdem zu handeln und trotzdem voranzukommen und ein Wachstum zu sehen. Aber wenn man mal 100.000 oder 1 Million oder mehr hat, dann möchte man nicht mehr diese großen Risiken eingehen. Deshalb geht man automatisch auch kleinere Positionsgrößen ein, weil es gar nicht erforderlich ist, so viel in einen Trade zu setzen und man trotzdem von der Absolutsumme gesehen her, entsprechend sehr gut vorankommt, wenn man auch kleinere prozentuale Renditen erreicht. Und das ist ja immer individuell. Es geht ja nicht um jeden darum, sein Konto zu verdoppeln binnen eines Jahres, sondern manche sagen, ich möchte lieber mein Kapital erhalten und nach Steuern und Inflation entsprechend dasselbe Kapital haben. Auch das kann ja ein Ziel sein. Und deshalb gibt es ja dieses Strategiegespräch, um das Ganze individuell zu besprechen, was die persönlichen Ziele sind. Sei es jetzt eben sehr risikobehaftet und sehr viel renditeorientiert, wo man eben sehr schnell ein kleineres Konto steigern möchte oder eher ein größeres Konto eher ja, verwalten möchte und eben entsprechend kapitalerhaltend handeln möchte, beziehungsweise einfach mit kleineren Renditen nach Steuern und Inflation. Auch sowas ist entsprechend möglich und coachen wir natürlich. Okay, manuell schließen ist leider während der Arbeit schwierig, sagt der Christian. Ja, natürlich, es muss ja auch nicht immer zum Marktstart sein, aber meistens sieht man das ja auch schon vorher. Das heißt, du hast ja auch eine Mittagspause oder gehst vor zur Arbeit und kannst schon mal schauen, wie sich entsprechend die Kurse entwickelt haben. Das heißt, du weißt meistens schon, okay, wird das jetzt eher brenzlig werden oder nicht? Ja, das heißt, das kann man meistens schon abschätzen. Und es ist ja auch nicht so, dass man von 0% auf minus 200% springt. Das ist ja eher wirklich die Ausnahme. Das heißt, du weißt auch schon am Tag vorher, wenn du bei minus 130, minus 150% bist, oh, das könnte brenzlig werden morgen zur Eröffnung. Vielleicht schließe ich die Position lieber heute schon, ja. Also egal, ob man jetzt Spätschicht arbeitet, Frühschicht arbeitet oder welche Arbeitszeit noch immer man hat, für jeden normalen Arbeitnehmer gibt es hier die Möglichkeit, das zu erlernen und auch wirklich umzusetzen. Dafür sorgen wir natürlich und zeigen natürlich auch, welche Möglichkeiten es hier gibt. Und auch die Coachings, die wir machen, sind meistens in den Abendstunden, sodass eben auch jemand, der hier berufstätig ist, daran auch live teilnehmen kann. Das ist uns natürlich wichtig und die Einzelstunden werden sowieso individuell vereinbart. Okay, was denkst du zu einer Jahresendrallye, möchte Roland noch wissen? Ja gut, ob meine Meinung hier relevant ist, weiß ich nicht. Ich persönlich setze darauf, baue darauf, habe auch entsprechende Positionen aufgebaut, dass wir wieder etwas Tritt fassen. Ich sehe es aber trotzdem nur als Bärenmarktrallye an. Also eine kleine wenig bullische Stimmung, wie wir sie entsprechend schon im Juni, Juli hatten. Aber das wurde ja dann auch wieder abverkauft und dasselbe erwarte ich dann auch wieder fürs neue Jahr, fürs erste Quartal 2023. Also ich würde mich nicht zu früh freuen, aber noch gehe ich davon aus, dass wir eine kleine Erholungsrallye sehen, die durchaus überfällig ist. Aber ich muss nicht richtig liegen und wie gesagt, Risikomanagement ist das A und O. Das heißt, man darf nicht zu fest sein in seinen Meinungen. Man muss sich immer wieder davon
dessen Bewusstsein, dass der Markt immer recht hat. Ja, die Börse hat immer recht und man selbst kann sein, dass man zu einem späteren Zeitpunkt recht hat. Das ist aber nicht relevant, weil man die Risiken managen muss. Und das ist das, worum es geht, um langfristig erfolgreich traden zu können. Ja, ich denke, die meisten Fragen werde ich hier behandelt haben können. Falls noch irgendwas Wichtiges offen sein sollte, dann könnt ihr gerne auch noch unter die Aufzeichnung und das Video auf YouTube schreiben. Da schaue ich dann auch mal rein. Da könnt ihr dann da auch noch eure Fragen loswerden und ich werde da nochmal die Antworten platzieren. Ansonsten, wie gesagt, gerne die Möglichkeit nutzen, entweder morgen beim Börsenführerschein Teil 1 direkt live dabei zu sein. Da geht es um 20 Uhr los. Oder entsprechend dann nächsten Monat wieder gemeinsam mit FXFlat zum vierten und letzten Teil dieser Volatilitätsreihe. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und Zuhören. Hat mir viel Freude gemacht und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir, Pascal. Vielen Dank fürs tolle Webinar und natürlich immer tolle FAQs am Ende gegeben. Du weißt wirklich auf jede Frage eine Antwort. Super an der Stelle. Natürlich auch danke an die Teilnehmer, dass sie da so fleißig Fragen gestellt haben. Wie gesagt, ein Monat, Pascal hat es schon gesagt, dann geht es zum letzten Teil der Webinarreihe. Das Ganze sollte dann, lass mich schauen, 5. Dezember, ja, also diesmal auf einem Montag und nicht auf einem Dienstag. Nikolaus ist für die Familie reserviert, deshalb muss es ein Montag sein. So sieht's aus. Na gut, alles klar. Dann wünsche ich allen einen schönen Abend. Lassen Sie sich gut gehen, bleiben Sie gesund und wie immer passen Sie auf die Positionen auf. Bis dahin. Ciao, ciao.